さてと、一足先に集まったのはいいけど。Okay, das ist unsere Gelegenheit zu diskutieren, was wir tun werden, bevor die beiden ankommen. Die beiden, also Lara und Vi. Okay, oh, noch nicht mal 30 Minuten. Okay. Geht die Zeit irgendwie diesmal langsamer rum oder so? Aber um ehrlich zu sein, ich habe keine wirklich guten Ideen, was wir tun sollen. Wie sieht's bei euch aus? Ich weiß auch nicht so wirklich. Im Gegensatz zu Yusus und mir haben Laura und Fee zumindest ein gewisses Verständnis voneinander. Und die Performance unserer Gruppe letzten Monat während der Feldforschung war jetzt auch nicht herausragend, aber es gab auch keine tatsächlichen Konflikte oder irgendwie sowas. Das ist gerade umso mehr Grund, warum ich denke, dass wir irgendwie was tun und die beiden, ja, irgendwas für die beiden tun sollten. Von dem, was Alisa und Emma mir erzählt haben, ja, sind die beiden hin und her gerissen, wegen was die Existenz oder was die Person der anderen angeht. Ja, den Eindruck habe ich auch. Ist nicht so, als würden sie sich hassen oder so, aber so als, ja, hätten sie einfach ihre Differenzen. Einerseits haben wir die Tochter einer adligen Militärsfamilie, einer Ritterin in scheinender Rüstung. Und auf der anderen Seite haben wir ein Mädchen, das ihre Kindheit auf dem Schlachtfeld in einem Jägerkorps verbracht hat. Wenn man es so betrachtet, sind die beiden in vollkommen verschiedenen Welten aufgewachsen. Ja, womöglich ist genau das der Grund, warum... Tut mir leid fürs Warten. Oh, guten Morgen, Laura. Du bist ja ganz schön früh heute dran fürs Treffen hier. Macht euch keine unnötigen Sorgen. Wir haben nicht vor, irgendwelchen Ärger zu verursachen. Und wir sind auch bereit, was auch immer wir zu tun, was auch immer wir tun müssen, wenn es um die Combat Links und so weiter geht. Es ist nicht unsere Absicht, aufwieglerisch gegeneinander zu sein oder dass wir gegeneinander opponieren. So ist es doch, nicht wahr, Fee? Genau. Wir werden die Gruppe schon nicht, der Gruppe schon nicht schaden während der Feldforschung. Nun, wenn ihr das sagt. Das ist ja eigentlich auch gar nicht, warum wir uns Sorgen machen. Tut mir leid, aber ich kann einfach den Blick gerade nicht davon abwenden, wie da die Haarsträhne von Laura die Bubis durchpiercen. Das ist irgendwie das, das sieht schmerzhaft aus. Ich sollte lieber schnell wieder weitergehen, dass sie nach vorne guckt und das Haar da wieder rauskommt. Jedenfalls, wir sollten mit unseren Vorbereitungen fertig werden und dann zur Bahnstation gehen. Gruppe B sollte auch schon dort sein und auf uns warten. Oh, danke. Bubis sind aus dem Haar raus. Nee, Quatsch. Haar sind aus dem Bubis raus. So rum. Dem stimme ich zu. Okay, von einer anderen Gruppe wurden wieder alle Quartz und Accessories unequipped. Wahrscheinlich vergesse ich jedes Mal zwischen Aufnahmen diese Ansage, weswegen ich da manchmal ja, Mitglieder habe, die aktuell keine Accessories und so weiter ausgerüstet haben, weil die immer ex-gerüstet werden, also runtergenommen werden. Instructor Sarah ist noch hier. Hallöchen. Sieht mir jetzt verschlafen aus, oder? Wie immer, viel Glück da draußen. Das Sommerfest ist, steht vor der Tür, deswegen macht euch auf den Weg und habt Spaß. Ich zweifle, dass wir wirklich die Zeit vor Ort haben werden, uns zurückzulehnen und diese Zeit zu genießen. Heimdall ist eine
Sprawling Metropolis. Sprawling. Eine Sprawling, eine ausgedehnte, ausufernde, weitläufige Metropole. Sowas in die Richtung, halt. Da hier in OBS zurückgehen. OBS, wo bist du? Da bist du. Nun, ihr könnt tun, was auch immer ihr wollt, solange ihr Resultate bringt. Und ich schätze mal, dass ihr auch die Unterkunft sehr wertschätzen werdet, in die wir euch gepackt haben. Sarah? Weißt du irgendetwas, von, was wir nicht wissen? Was ist los? Heimdall mag zwar recht nahe liegen, aber es ist immer noch... aber es wäre ein ganz schön weiter Weg zu laufen, falls ihr den Zug verpasst. Also viel Glück da draußen. Nun gut, wenn sie das sagt. Ich gucke dann jetzt tatsächlich mal direkt, wie es in unserer Gruppe aussieht. Also bis einschließlich Laura, hier die ersten fünf. Machen wir unsere Gruppe aus. Dann schauen wir mal. Ach ja, das wollte ich sowieso mal gucken hier. Die neue, die wir bekommen haben, es war ja, glaube ich, eine Wind hier, Windbell. Okay, ah, das ist eine von denen. Nach dem Wirken von Windarts. Er hat zwar Airstrike hier drin, aber ansonsten... Ja, bei Arts habe ich auf jeden Fall alle ordentlich ausgerüstet. Aber dann gucken wir nochmal hier bei Accessories. Accessories, Prevent Burn, ATS Plus ist, denke ich mal, okay. Machias hat nichts und Laura hat auch keine Accessories, okay. Machias ist, glaube ich, auch von der vom ATS-Wert her, also von den Arts. Ja, ist eigentlich auch auf Stärke eigentlich, also mit normalen Angriffen, deswegen brauchen wir ihm nichts zu geben, was ATS Plus gibt. Allerdings würde ich Stärke vorrangig nach Laura geben, weil sie generell trotzdem noch die stärkere Angreiferin ist. Prevents Freeze. Stärke und CP ab. Ist eventuell auch nice. CP plus ist auch immer gut. Prevents Feint. Ist, denke ich mal, sehr gut für jemanden, der im Nahkampf mit dabei ist. Deswegen Prevents Stat Down. Das ist natürlich auch nice hier. ATS plus 10 plus Medal of Vigor ist ja ein ganz schön starkes Ding. Aber das würde sich eher gut machen für Machias, da noch einigermaßen ATS, also Arts anwenden kann. Zumindest mehr als Laura von den Werten her. Dann kriegt sie... Ja, hier mit CP ab noch, das CP sich dann bei ihrem her auffüllen, für schnelleres Arts anwenden. So, Prevent Stat Down, was können wir ihm noch geben? Noch irgendwas mit Stärke oder was andere Werte zum Schnitt anhebt. Das könnte auch durchaus kriegen. Oder irgendwas, was dann eben die ganzen negativen Statuseffekte hier verhindert, wie diese Pendulum-Sachen. Seal Mute ist eigentlich etwas, was... Prevents Burn. Ich glaube, Seal Mute gebe ich mal ihm. Das verliert er zwar ein bisschen ATS, aber da ist er sicher, können wir uns sicher sein, dass er nie gemutet wird für Arts-Anwendungen. Wir wissen ja noch nicht, auf was für Monster oder so wir stoßen werden. Haben wir noch irgendwas anderes, das ATS 10 mit noch was anderem vielleicht gibt? Das hier ist Burn, das ist nicht so von Interesse. ATS 15 und Prevents Confuse. Nehmen wir. So, Stärke 5, Stärke 5. Aber statt Stärke 5 mit Feint habe ich aber nicht noch irgendwas Besseres. Freeze. Ich meine, Feint ist insofern gut, dass es ein häufiger ist, der Nahkampf erleidet. Gut, nee, ist schon richtig so. Blind, Deathflows, Prevents Mute ist relativ egal bei ihm. Prevents Burn. Freeze ist bei ihm eigentlich auch nicht so wirklich wichtig. Accuracy eventuell für, weil er ja mit mehreren Zielen treffen als Fernkampfschießer, sag ich mal, wir durchaus wollen, dass er häufiger trifft. Ich glaube, dann gebe ich ihm mal tatsächlich das hier. Okay, Seal Mute. Prevents Poison.
Wir wissen noch nicht, ob die Poison machen, was auch immer jetzt kommt. Es könnte auch genauso gut Freeze sein, deswegen würde ich ihr vielleicht lieber ein bisschen Stärke geben stattdessen. Oder auch Accuracy und Speed. Ach, geben wir ja auch das Ding hier. Gut. Haben wir ein bisschen die Ausrüstung angepasst bei allen? Und dann geht's mal auf. Noch nicht Richtung Bahnstation natürlich, sondern erstmal mit allen Leuten in Trista reden. Mein Ehemann ist geschäftlich unterwegs. Und das Schlimmste ist, dass er vollständig unseren... Oh, kommt jetzt endlich die erste Beziehungskrise bei den beiden. Und das Schlimmste ist, dass er komplett unseren guten Morgenkuss oder unseren morgendlichen Kuss vergessen hat, bevor er losgefahren ist. Und jetzt mache ich mir zu viele Sorgen, als dass ich mich auf irgendwas anderes konzentrieren könnte. Ich hoffe, ihm geht's gut. Also sie macht ihm zumindest keine Vorwürfe, dass er das Küssle vergessen hat. Hallo Micht, wie geht's dir? Du kleiner Wicht. Ich kann nicht behaupten, dass ich gute Erinnerungen an Heimdall habe. Die einzigen, die ich habe, ist, dass ich immer und immer und immer wieder bei den Pferderennen verloren habe. Passt auf euch auf. Es fühlt sich so an, als wäre Ärger am Horizont. Wenn du das meinst... Ach ja, stimmt. Wir können ja hier kleinere gegen größere zum Beispiel tauschen von den Tierbalms. Das mache ich mal tatsächlich. Weil die kleinen 800er brauchen wir eigentlich gar nicht mehr so wirklich. EP Charge 2. Dass wir 300 zurückkriegen. Würde ich tatsächlich auch mal tauschen. Brauchen wir die 1er nicht unbedingt. 500. Hiervon haben wir 14. Davon noch 2. Davon jetzt 10. Davon 2. Von 1 Ground Bait. Das U-Material ist wichtig auch fürs Waffen aufleveln, deswegen. Ich fände es immer so schade, das für Ground Bait einzusetzen irgendwie. 500 für absolute Notfälle. Mach ich mal 2. Dann haben wir hier 10, 5. Das denke ich mal ein gutes Mittelmaß. Können wir nochmal Sepidmasse verkaufen. Okidoki. Nochmal ein paar kleine Einkäufe bei Micht gemacht. Dann gehen wir hier mal gegen den Uhrzeigersinn ein bisschen die Runde rum. In der Stadt. Es fühlt sich definitiv nach Sommer an, jetzt wo die Sonnenblumen blühen. Edel meinte, dass sie zur Akademie geht, um sich um die Blumen dort zu kümmern. Es ist häufig zu sehen, dass es jemanden gibt, der sich so sehr um die Pflanzen und die Blumen bemüht. Okay, das ist dasselbe. Schauen wir mal in den Bookstore. Oh. Da kam irgendeine Nachricht auf dem Handy an. Ich habe vor, ein neues Lernmaterial für Kai zu besorgen. Aber ich bin mir nicht sicher, was ich ihm besorgen sollte. Auf die Basics zu setzen und dafür zu sorgen, dass er ein bisschen grundlegende Matheübungen bekommt, ist vielleicht das Beste. Ich bin mir nicht sicher, was ich ihm... Okay, das ist nochmal dasselbe. Okay. Das haben wir. Schwimmstrategien. Artistry, ich glaube, die hatte ich alle schon gelesen und gekauft gehabt. Manly Munchies Café. Hatte ich das schon gelernt? Verdammtes Kurzzeitgedächtnis, wenn zu lange Zeit zwischen den Aufnahmen ist und ich nicht mehr weiß, was ich schon gekauft habe. Ja, Roasted Coffee, das dürfte der hier sein. Das dürfte er sein, deswegen habe ich das bestimmt schon gekauft. Wir sind ja noch im selben Kapitel, da dürfte da eigentlich auch nichts Neues gekommen sein. So... Guten Morgen, Celine. Miau. Oh, du wirkst annäherungsfreudiger als sonst heutzutage. Heute. Hat Emma dich erwischt, wie du, wie du dich mit den Krallen an Kissen und so vergangen hast und dich rausgeschmissen und dich angepfeift oder sowas? Ich schätze mal, das geht mich nichts an.
Was tust du da, Lin? Wir sollten uns wirklich auf den Weg machen. Ja, stimmt. Gehen wir. Ja. Wir konnten keine Milch geben. Ich frage mich, ob das wirklich was gebracht hat, die Male, die wir Milch gegeben haben. Ob das irgendwelche Auswirkungen auf späterhin hat. Würde mich ja wirklich mal brennend interessieren. Für die, die es wissen, nicht verraten. Das würde ich dann, sobald der erste Teil vorbei ist, dann selber nachgucken. Morgen. Diesen Monat geht ihr nach Heimdall, nicht wahr? Werdet ihr Prinzessin Alfin bei dem Sommerfest sehen? Ich bin ja so neidisch. Ich würde wirklich selbst gern hingehen, aber mein Papa lässt mich nicht. Er sagt, Heimdall ist zu gefährlich und da sind zu viele Leute, als dass ich da alleine hinfahren und gucken könnte. Prinzessin Alfin ist ja so charmant und so gut gebildet. Ich möchte genauso so wie sie sein, wenn ich älter werde. Es ist schade, dass ich nicht zum Sommerfest kann, um sie zu sehen. Tja, was sagt dein Papa dazu? Sie darf nicht? Ihr macht nach Heimdall los, was? Der Ort ist riesig, so viel verrate ich euch mal. Selbst ich habe mich mal verlaufen, als ich das letzte Mal dort war. Deswegen stellt sicher, dass ihr alles habt, bevor ihr loszieht. Als ob wir in der Hauptstadt selbst dann nicht auch Sachen bekommen könnten. Zumal ich jetzt noch nicht so unbedingt motiviert bin, deswegen hier jetzt große Einkäufe zu machen. Ich kaufe mal ein bisschen frische Kräuter, 20 Stück, das ist so ein paar von den Standard-Kochsachen. Dass wir im Zweifel zwar noch ein paar mehr Sachen machen können. 20 ist, denke ich mal, okay, so ziemlich für alles. Hier kaufe ich mal 5 noch hinzu, von den etwas teureren Sachen, dass wir da 15 haben. Okay, 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 okay. Das reicht, denke ich mal. Also vor allen Dingen, was Rüstung und Waffen angeht, denke ich mal, dass ich da bei dem Kauf warte, bis wir dann in der Hauptstadt angekommen sind. Die Zutaten für Essen und so weiter dürften wahrscheinlich so ziemlich überall gleich sein. Ihr werdet alle nach Heimdall gehen für eure Feldforschung, nicht wahr? Bitte besucht auch unseren Hauptverkaufszweig vor Ort, unsere Hauptfiliale vor Ort, wenn ihr die Zeit findet. Die Auswahl dort ist gar nicht zu vergleichen mit der, die wir hier haben. Vielleicht habt ihr sogar die Gelegenheit, den Ladenbesitzer kennenzulernen. Er ist ein ziemlich interessanter Charakter. Also, ja, interessante Persönlichkeit hier, in dem Sinne wahrscheinlich dann eher. So, oh, hier sind schon Sachen, die wesentlich besser sind. Für Men only. Und das hier ist für Woman only. Die könnten wir theoretisch schon kaufen. Aber ich warte trotzdem mal. Ich übereile nichts, ich überstürze nichts. Wenn sie sagt, dass in der Hauptfiliale, in der Hauptstadt, die Auswahl nochmal wesentlich krasser und megamäßiger ist, dann vertraue ich darauf und dann gehen wir lieber vor Ort einkaufen. Da werden wir, denke ich mal, schon ein bisschen Gelegenheit haben, bevor die ersten Kämpfe irgendwie ausbrechen. Hallo Crow. Oh, Feldforschungszeiter. Ja, sind doch gerade auf dem Weg. Aber bevor wir uns losmachen, wollte ich dir nochmal danken für die Hilfe im alten Schulgebäude. Mach dir keinen Kopf drum. Du hast mir doch jetzt in der Woche schon 20, hast du mir schon 20 Mal gedankt oder so. Ich sag dir was. Vergiss einfach die 50 Mieler, die ich dir schulde und dann, sind wir quitt. Ehrlich gesagt, glaube ich eher umgekehrt, dass ich dir jetzt was schulde. Und, das, was du da unten gesehen hast. Hä? Was? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Aber, viel wichtiger. Du musst mir als guten Kumpel doch mal helfen. Wir müssen uns entscheiden, auf welche Pferde wir bei dem Sommerrennen setzen. Das hier sieht nach einem guten Pferd aus, aber ich brauche eine zweite Meinung. Ich glaube nicht, dass ich damit helfen kann. Du weißt schon, dass Schüler nicht wetten sollen, Crow. Wer redet denn von Wetten? Och, nein, 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 nein. Das ist ein Wettbewerb mit Preisen. Doch nichts falsch dran. Er ist schon ein netter Kerl, was? Ja, das ist er. Ich bin ihm was schuldig. Also dann, viel Glück da draußen, Leute. Ich werde meinen großartigen Kampf gegen die Wahrscheinlichkeiten der Rennen führen und während ich hier bin und ihr draußen seid und eure Ding macht oder so. Danke, schätze ich mal.
Die Förderin-Magazine machen also Wettbewerbe heutzutage. Mann, bin ich neidisch. Warum hatten sie uns, gab es so ein Zeug nicht, als ich Schüler war? Schätze mal, Crow will wirklich versuchen, den Preis zu gewinnen. Also er meint das wirklich ernst, bitte nicht, also nicht nur eine Andersformulierung von Wetten im Sinne von Wettkampf oder ein also Gewinnspiel, mit wo es nicht um Chancen geht oder nicht gewettet wird, sondern wo, ich weiß es nicht. Ich hab nie Wetten und Gewinnspiele und so wirklich großartig jeweils was mitgemacht, deswegen weiß ich, da kenne ich mich da mit dem Vokabular selbst im Deutschen nicht aus. Belassen wir es einfach dabei. Auf jeden Fall, manchmal mache ich mir Sorgen, wie es bei ihm eigentlich in der Schule läuft, wenn er die ganze Zeit sich mit sowas beschäftigt. Tja, er ist halt ein helles Köpfchen, dass das wahrscheinlich irgendwie anderweitig ausgleichen kann. Gut, schätze mal, Radio Trista dürfte zu sein. Jawohl. Damit haben wir hier unten, glaube ich, mit allen geredet, gesprochen, die hier gerade unterwegs sind. Zumindest in der Innenstadt, wenn man so will. Hallo, Bennett. Kenneth, sag ich doch. Du solltest aufpassen, während du in Heimdall bist. Als ich dort gelebt habe, hatte ich versucht, im Schlossteich, nehme ich mal an, zu angeln. Und dann haben mich die Wachen von dort verscheucht. Man sollte meinen, sie würden einem Fünfjährigen das nachsehen, aber keine Chance. Ich wette, dass dieser Teich, ich gucke jetzt mal Mode, aber ich schätze mal, dass es irgendwas Teichartiges ist. Festungsgraben, Burggraben, okay, Wassergraben, um das Schloss drumherum. Das ist also Mode dann im Englischen. Mal wieder was gelernt. Ich bin sicher, dass in diesem Wassergraben sich viele tolle Fische befinden. Vielleicht sollte ich es irgendwann doch nochmal versuchen. du hast ansonsten jetzt aktuell nichts weiter Interessantes zur Auswahl. Vielleicht kaufe ich hier irgendwann mal die stärksten Theater-Sachen, wenn du die dann irgendwann im Angebot hast, vielleicht im nächsten Kapitel oder so. Sind nochmal Fische respawned? Nein, ich habe zwar einen Bait, aber den hebe ich mir mal für Heimdall auf. Hier dürfte zu sein. Ist noch zu früh am Morgen und wir wollen niemanden stören. Aber vielleicht ein kleiner Besuch in der Kirche. Jetzt bei Schwester Ornella mal kurz Hallo sagen. Wie, was für ein Unglück. Wir können froh sein, dass er keine schwereren Verletzungen erlitten hat, aber ich mache mir dennoch Sorgen. Oh, Aidius, bitte sorge dafür, dass er sich schnell und vollständig wieder erholt. Oh, hatte jemand einen Unfall? Na, wahrscheinlich glauben wir ja, Hibel, also der Leiter vom Windorchester, wäre von dem, wie das gelaufen ist mit dem Sonntag, bevor wir ins alte Schulgebäude sind und was da sonst noch so abgegangen ist, dass offensichtlich Hibel sich verletzt hat und vermutlich nicht sein Instrument fürs, beim Konzert wird spielen können und somit die gesamten Pläne für das Konzert futsch sind. Mehr oder weniger. Ich schätze mal, darum wird es gehen. Mal sehen, ob wir davon, wenn wir jetzt Instructor Mary eventuell treffen, oben in der Akademie, falls sie da ist, ob sie auch irgendwas dazu sagt, das diesen Verdacht bestätigt. Oh, Aidius, bitte gewähre Frieden allen verlorenen Seelen. Bitte führe sie zu ihrem letzten Ruheort. Okay, das ist nochmal dasselbe. Einer der Gründe für das Sommerfestival ist, das Ende des Kriegs der Löwen zu zelebrieren. Viele Leben gingen in jener Zeit verloren. Und ja, Leid und Gram breitete sich überall im Land aus. Das ist ein Teil unserer Geschichte, die wir niemals vergessen dürfen. Ich werde während des Festes auch meine Gebete an Aidios richten. Es werden Messen überall im Land abgehalten während des ersten Tages des Sommerfestivals, um jene zu betrauern, die wir verloren haben. Wenn ihr die Gelegenheit habt, solltet ihr die Heimdall-Kathedrale besuchen. Das werden wir mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, da ich ja immer alles und jeden besuche.
Oh Gott, ich will nicht wissen, wie viel. Mit wie viel NPCs sich in Heimdall befinden werden, nachdem wir bei dem Nord waren, wo relativ wenig so Nebengespräche und so zu führen waren, wird es diesmal vermutlich doch ein bisschen anders ausgehen und wir werden sehr viele Redefolgen haben. Stellt euch schon mal drauf ein. Bei ihm müssen wir uns eigentlich auch bedanken. Komm. Man sieht sich selten so früh auf den Beinen, Patrick. Ist irgendwas los? Ich habe meine Gründe. Wie fühlst du dich nach der ganzen Sache? Hä? Mir geht's gut, danke. Vielleicht würde es mir nicht gut gehen, wenn du nicht da gewesen wärst und sichergestellt hast, dass Elise sicher ist. Ich bin dir was schuldig. Es war zum Teil meine Schuld, dass sie überhaupt in Gefahr war. Deswegen war es das Mindeste, was ich tun konnte. Und ich erlaube mir noch hinzuzufügen, dass ich kein Wort über das verlieren werde, was ich da unten gesehen habe. Gegenüber niemanden. Schließlich würde ich viel lieber die Dinge mit dir eins zu eins, Mann gegen Mann, zu Ende bringen. Geht mir genauso. Geht's nur mir so oder hat sich sein Charakter völlig verändert oder seine Persönlichkeit? Er wirkt auf einmal ganz gediegen. Wenn ich gerade so drüber nachdenke. Ihr macht euch alle auf den Weg nach Heimdall, nicht wahr? Ich werde bei der Gartenparty übermorgen mit dabei sein. Tja, scheint so, als wären alle großen Namen dort. Aber wenn das der Fall ist, würden dann Laura und Makias nicht auch eingeladen werden? Vater hat dieses Jahr überhaupt nicht über die Gartenparty gesprochen. Mein Vater auch nicht. Ich bin nicht an der Gästeliste interessiert. Mit einer kleinen Ausnahme. Wird deine Schwester daran teilnehmen, Schwarzer? Patrick, ich glaube, wir zwei müssen uns mal hinsetzen und ein Gespräch miteinander führen. Und dann kannst du mir einen netten, detaillierten Lagebericht darüber geben, warum du ausgerechnet diese Information haben möchtest. Ich war nur neugierig, waren keine Hintergedanken dabei. Sie wird Single sterben, nicht wahr? Hübsch ist sie ja, aber was ist, wenn etwas zwischen Alyssa und Lean läuft? Und Lean so, ja, auf dem Schlauch stehend bleibt, dass er die Gefühle seiner Schwester niemals bemerken wird. Seiner, in Klammern betont, nicht blutsverwandten Schwester. Wenn selbst Vieh dem Ganzen gewahr ist, dann ist Lean wirklich nicht mehr zu helfen. Typischer Protagonist, kein Wunder, dass wir ihn spielen hier. Übermorgen geht's nach Heimdall. Versucht euch auf eure Feldforschung zu konzentrieren. Und wenn ich noch was hinzufügen darf, bitte grüßt Lady Elise, sollten euch eure Wege kreuen. Hä, was war das? Sorry, ich hab das am Ende nicht gehört. Nee, nichts, ich hab nichts gesagt. Sehen wir nicht nur an Patrick eine unerwartete Seite, sondern auch an Nadine, wenn es um die kleine Schwester geht. Wenn ihr Lady Ferris sucht, sie ist ja bereits für ihre Morgenübung oder ihr Morgentraining aufgebrochen. Sie ist ja so eine fleißige Schülerin. Man sieht nur sehr selten eine Adlige, die so viel Mühe gibt, wie sie es tut, um ehrlich zu sein. Eigentlich ja nur, um Alyssa auszustechen und sich am Ende dann doch mit ihr anzufreunden. Sie mag es vielleicht verbergen, aber Lady Ferris ist sehr, sehr, sehr fleißig. Ich hoffe, ihre Arbeit trägt Früchte. Apropos Arbeit, du Unique Dishes Warm Egg Soup, das waren welche nochmal? Recipe. Nein, ach Mist, ich gehe jetzt noch so ganz nach oben. Warm Egg Soup, genau, das sind die, die ganz unten sind. Zum Beispiel könnten wir hier mal ein Tomato Sandwich machen, hoffen, dass da ein. Ach nee, stimmt, da müssen wir herausfinden, wessen Spezialität das ist. Da zählt ja nicht unbedingt, dass ein gutes bei rumkommt, sondern dass es vor allen Dingen spezialisiert ist. Ja, vielleicht haben wir ja Glück. Da haben wir schon mal ein elegantes auf jeden Fall. Dann schauen wir mal mit Makias. Na,
Auch ein elegantes, also kommt da nicht die Spezialität bei raus. Dann wird die wahrscheinlich bei Emma oder bei Alisa erfolgen. Ich glaube nicht, dass das bei jemandem erfolgen kann, der nur so mittelmäßig hier ist. Bei einem bestimmten Gericht. Der Nord Tea, da haben wir es ja auch zum Beispiel gezeigt, wer besonders gut oder wessen Spezialität etwas wird. Hier könnte es sehr gut sein, dass es vielleicht Elliot ist. Schauen wir mal. Nochmal die Berry Tart bei rausgekommen. Kann ich auch irgendwo noch ein schreckliches Gericht machen? Hier, mit Vieh. Dann können wir das eventuell noch gefrorene Suppe. Dann können wir das eventuell noch hier Dingsbums geben. Instructor Thomas. Das hier ist auch etwas, wo Maki es definitiv nicht kann. Accidento da. Ein Unfall. Es ist ein Unfall. So, hier. Okay, Whole Juice. Ich schätze mal, dieses Krönchen war das, was ganz Besonderes bei rauskommt, aber ich will nur das besonders gute Ergebnis oben, weil wir da noch nichts haben. Der Golden Juice. Okay, mal gucken. Hier ist auch Fimis. Ja. Ein festes Omelett. Muss man erstmal hinbekommen, so das Ganze alles. So, Tomato-Sandwich. Hier wird es dann wahrscheinlich Alisa oder Emma sein. Hier haben wir alle, hier haben wir alle. Hier mein Berry Tart haben wir nicht alle. Ah, da habe ich gerade schon mit Dingsbums, schon mit Elliot probiert. Milk Porridge ist die Frage, wessen Spezialität das noch sein könnte. Das klingt wie etwas, was Makias eventuell gut könnte. Okay, er hat da Nord Porridge draus gemacht, aber dann vielleicht Laura. Mal gucken, was sie da draus macht. Ja, Free Cheese Risotto. Okay, die dann die Spezialität machen, kriegen dann das Krönchen oben drüber. So viel ist jetzt also eindeutig klar. Okay, beim Kaffee gibt es praktisch nur einen, wo die Spezialität bei rumkommen kann. Oder? Und dann gucken wir nochmal bei Feed, dass vielleicht eins guter Qualität oben bekommen. Ja, da der Premium-Kaffee und dann nochmal Elliot, der offensichtlich gar keinen Kaffee mag. Ja, schwarze Flüssigkeit. Okay, ich glaube, dann haben wir erstmal alles. Ne, hier warte ich mal lieber, bis wir dann noch die anderen beiden in der Gruppe haben. Und ist mir vielleicht auch ein bisschen zu gefährlich, weil ich glaube, bei denen, die so halb schlecht sind, kann sowohl Normales als auch das Miese bei rauskommen. Deswegen hier wäre es nur mit Gaius sicher, dass was Mieses bei rauskommt. Ich probiere es trotzdem mal, weil wir haben noch ein paar Möglichkeiten, es zu kochen. Igaito Ikuru. Okay, da ist das Miese bei rumgekommen. Umso besser. Umgekehrt sollte hier bei Elliot die Chance sein, dass auch das Gute bei rumkommt. Yay. Luxury Tart. Okay. Hat sich das Kochen doch gelohnt? Ich schätze mal, bei den anderen geht es jetzt aber wirklich noch nicht. Wir werden ja bestimmt auch ein paar neue Rezepte vor Ort lernen. Dann können wir dir jetzt noch was geben hier. Das Free Cheese Risotto. Wow, ich wusste nicht, dass so etwas existiert. Vielen Dank für die Hilfe. Und dann noch der Double Espresso. Yay. Ich hoffe mal, irgendwann gibt es nochmal richtig ordentliche, geile, super mega mäßige Belohnungen dafür. Bislang hatten wir irgendwie nur ein Quarz-Belohnung bekommen, die eher so meh war. Ich hoffe mal, dass dann irgendwann noch bessere Sachen wirklich bei rumkommen.